Willkommen zurück zu Ayuden Chronicle 100 Heroes. Ja, wir haben vor kurzem diesen Prüfungsort abgeschlossen, wie letztes Mal. Das war tough genug. Aber ich habe mir vorgenommen, für diese Folge ein bisschen zu backtracken. Ich würde nämlich gerne wissen, ob es nicht vielleicht absolut sinnvoll wäre, wenn wir nochmal durch diese Mine durchgehen. Erstens könnte sich in der Mine noch jemand befinden, den wir da mal gefunden hatten. Und zweitens könnte es sinnvoll sein, in den alten Ort zurückzukehren. Allein schon wegen diesem Charakter namens Yume, den ich nicht bekommen habe, von dem wir aber gehört haben. Gut, jetzt muss ich nochmal gucken, wo war denn nochmal, ich glaube hier, ne? Der Brunnen. Ja. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir ein paar Leute dabei haben, die jetzt nicht das beste Level haben auf der Welt. Interessant wäre noch zu wissen, gab es in einem der Dörfer einen Schmied oder war der Schmied immer nur in der Hauptstadt? Der war nur in der Hauptstadt, ne? Das ist schade für Mio, die könnte ich nämlich dann ein bisschen upgraden. Aber für diesen Ort hier reicht's, auf jeden Fall. Und wir gucken mal. Also, eigentlich müsste der Weg zurück ein bisschen leichter sein. Ich werde wahrscheinlich die Kämpfe jetzt komplett rausnehmen. Wird nämlich einen Kampf mit. Damit wir die neuen Charakter so kurz angucken können, aber wenn hier jetzt Kämpfe kommen in diesem Dungeon, den kennen wir ja auswendig und die dürften ja auch keine Herausforderung mehr sein. Aber ich werde trotzdem durchlaufen, denn Eisenerz ist eine Option und natürlich auch zwischendurch Felsen, also Rock. Nehmen wir auch gerne mit. Stein, genau. Stein heißt es. Immer die Gegner sind dieselben, ja, gut. Okay, du hast jetzt mal anzugreifen. Du hättest ja theoretisch neue Runen, ne? Okay, sie kriegt ja einen Schadensbonus und erhöht ihre Aktionsgeschwindigkeit. Ist wahrscheinlich besonders gut für Gegner, die windschwach sind. Ich weiß nicht, wie viel das ist, weil das ist extrem teuer mit 60 MP. So, Resistenz aller Verbündeten erhöhen kann sie auch. Spezifisch die Windresistenz, wohlgemerkt. Und das ist ihr schneller Schlitzer, haben wir glaube ich schon gekannt, ne? So, Karakter. Den vierten Stich kannst du gerade nicht machen, weil du nicht genug SP hast. Okay. Ich habe mich auch bei ihm diese Bewahrer-Rune, oder so genau hieß, die er da bekommen hat, ob die vielleicht relevant wird, sobald er mal ein paar Level steigt. Wir können jetzt einen Erdbecher auf alle machen. Okay. Oder ob das einfach nur irgendeine Story-Relevanz ist, die mit dem Charakter Progression im Kampf nichts zu tun hat. Müssen wir mal sehen. Was stand da gerade? Nichts Wichtiges, oder? Ich war gerade ein bisschen überrascht, weil ist irgendwas aufgeploppt gerade. Das war mal nichts Wichtiges, denke ich. Nehme ich mal an. Ja gut, also nehme ich die restlichen Kämpfe mal raus. Wir laufen trotzdem zusammen. Ja, soweit ist der Weg ja wie gesagt nicht. Mal gucken, ob er dann hier noch ist, der getarnte Händler. Warum auch immer ein Händler erzählt. Na gut, es macht schon Sinn, dass ein Händler sich tarnt, wenn er vielleicht reist oder so. Aber wenn er seinen Handel betreiben will, ist das schwierig, wenn keiner ihn findet, ne? Das kann ich ja schon mal dazu sagen. Ich meine, ich könnte die Gegner auch fliehen lassen, natürlich. Aber ich glaube, wie gesagt, ein bisschen Geld kann nicht schaden. Und für zumindest den Magier Level 12 ist, glaube ich, diese Erfahrung hier noch ganz okay. Speichern brauchen wir, glaube ich, nicht. Na komm, ist jetzt ein überraschender Bossfight. Nein. Das ist ein bisschen nervig, ist es schon jetzt wieder zurückzulaufen, weil ich ja auch innerlich schon weiß, dass ich nochmal den anderen Weg zurücklaufen muss. Ne? Also ich muss ja nochmal hier nochmal durch, Richtung Schloss. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann in diesem Spiel eine Art Quick-Travel-Methode gibt, die das alles viel, viel leichter macht. Das ist gut möglich. Ich finde es gerade sehr interessant, dass mein Zielmarker mir sagt, dass ich in die Richtung laufen soll. Das finde ich sogar sehr ungewöhnlich. Huh. Das ist seltsam, oder? Big mistake. Da kann man mit ihm zusammen. Das ist wirklich seltsam. Naja. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es irgendwann eine Stellreisemethode gibt. Hero!
I go? Weil das nämlich viel zu komplex wäre, immer wieder diese Minen zu durchschreiten. Aber wenn ich auf diesem Wege erstens diesen Händler nochmal finde und zweitens an diese Yumi rankomme, dann wäre es mir das auf jeden Fall wert. Das sind zwei Characters, ne? Und die Frage ist, ob der Fischertyp auch noch da ist in dem anderen Dorf. Das würde ich auch nachgucken, weil jetzt wird mir das da oben angezeigt. Das ist ein bisschen verwirrend, das ist ein bisschen unkorrekt. Dass mir das Ziel jetzt wieder nach hinten angezeigt wurde, wo das Ziel gerade hier angezeigt wurde. Oh Gott, das war so groß, der Dungeon. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, dass das so groß war. Ich bin mir noch ein gutes Stück weg von da, wo der Händler war, deswegen. Ah, mir fällt auch gerade ein. Ja. Zum Händler müssten wir nicht mal hin, um ganz durchzulaufen. Richtig. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich da auch diesen Umweg gehe. Weil wir haben ja einen Shortcut freigeschaltet, der würde dafür sorgen, dass wir den Händler skippen, wenn er noch da ist. Auch wenn Yusuji immer abgesucht hat nach Nachzüglern und so, ich denke mal, gerade den könnte er übersehen haben. Immerhin war der Gute ja getan. Ne? Den kann man ja übersehen. Okay. Also wenn ich dann nochmal zurücklaufen muss, natürlich die Mine nach oben zum Schloss, das erspare ich euch dann, das ist klar. Aber wir wollen wenigstens einmal gucken, ob Backtracken sich lohnt oder nicht. So, müssen wir hier hoch. Und wie gesagt, ich freue mich auch über die möglichen Erze und Steine, die ich hier noch finden werde. Allein dafür hätte es sich nochmal gelohnt, hier runter zu gehen. Das hätte ich aber nur dafür dann sicherlich auch solo gemacht, weil das ist natürlich ein bisschen Blödsinn, das mit aufzunehmen. Oh, wer bist du denn? Okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Oh, er hat sogar den Weg hier freigeräumt. Hier war doch vorher ein riesiger Felsen vor. Okay, bist du ein Minenarbeiter? Ja, bestimmt. Wir können schon auch ein Bergwerk haben, ne? Haben wir schon so ein Loch für gesehen. Und es wäre sinnvoll, wenn wir jemanden hätten, der auch Stein abbaut zwischendurch. Gibt es Zwerge in diesem Spiel? Wahrscheinlich. Also bist du ein Zwerg? Ich meine, wir haben auch Elfen schon gesehen, deswegen... Ormond? Need an expert to join your ranks and find new mines? Ja, das klingt super, Ormond. I could be cajoled into it. Could be at that. Könnte. But I swings my mattock for no amateur. You got to prove your mine savvy first. Und dafür musst du was haben. I'll teach you how to mine for iron ore. Bring me three pieces, then we talk. Hab ich. But be quick about it, yeah? Oh. Days long, and my patience ain't. Hab ich aber nicht dabei. Ja, auf die Eisen sammeln weiß ich, wie das geht. Ich habe gerade zwei Eisen erst dabei, oder? Good. Ich habe zwei dabei. Die restlichen wurden hier eingelagert. Ne, ich habe vier. Ah, super. Nice. Okay, hat sich jetzt schon gelohnt. Well done, lad. You have potential and then some. But somebody needs to take you under their wing. Now let's strike out for new mountains. Give me a tunnel and an hour and I'll have your whole operation up and running. Sehr schön. Willkommen. Welcome to the ranks. Wow, da bin ich eigentlich für den Händler hergekommen, den ich nicht mal sicher weiß, ob er noch hier ist. Und dann finde ich einen völlig neuen Charakter. Glad to help, so I am. Ormond wurde ein neuer Verbündeter. Geiziger Bergarbeiter. Nice. Willkommen. Und du hast hier, glaube ich, die Felsen weggeräumt. Und da gibt's einen Silbernachtkettenpanzer für. Jetzt frage ich mich, ob ich da wirklich langlaufen sollte. Weil ich natürlich nicht wissen kann, ob da hinten was Gefährlicheres ist. Und ich halt nicht speichern kann. Aber schön, ich bin wirklich froh. Das hätte ich nicht mal erwartet, dass ich einfach einen komplett neuen Charakter noch finde. Und das auf dem halben Weg. Gut, dass ich den ganzen Weg einfach laufe, muss ich ja auch, aber... Allein deswegen war es gut, dass ich das jetzt schon mache, bevor ich vielleicht eh mein Quick Travel freischalte. Dann hätte ich mich wahrscheinlich niemals die Mine nochmal betreten. Jetzt habe ich sie nochmal betreten und noch einen ganzen Charakter gefunden. So, wir haben eine neue Rüstung bekommen. Lohnt die noch oder ist die schon nicht mehr so geil? Wir werden es gleich sehen. Das ist dasselbe, den wir schon für Noah gefunden haben in der Ruine. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Rüstungspanzer. Dann könnten wir Sabine eingeben, ne? So, geben wir ihn dem mal.
Ich guck mal kurz. Die verlassenen Minen, die Tiefen. Hier könnte alles geschehen. Bleib wachsam. Ja, ich kann vor allem speichern hier. Ich will gar nicht so tief reinlochen, deswegen bin ich eigentlich nicht hier. Aber jetzt können wir sogar noch tiefer in diese Minen rein. Das ist auch interessant. Okay, wow. Hätte ich nicht gedacht, dass es sich so lohnen würde, zurückzulaufen. Ach, das ist ein Shortcut. Oh, dann war der wahrscheinlich vorher schon offen hier. Ich habe es nicht gesehen, weil auf der Karte nicht verzeichnet ist. Das ist ein Shortcut. Bin ich den ganzen Weg umsonst gelaufen. Ja, okay. Aber hey, geil. Das ist gut zu wissen. Das macht zumindest den Rückblick ein bisschen leichter. Super Art vom Zwerg. Kann man nicht anders, wenn das ein Zwerg ist, geht davon aus. Sieht sehr zwergig aus. So, wir dürfen jetzt nicht runterlaufen, weil wir wollen nicht den Shortcut nehmen. Wir wollen hier wieder rum. Und gucken, dass wir an den Händler rankommen, wenn er hier noch ist. Aber ich meine, ganz ehrlich, selbst wenn er jetzt nicht mehr hier sein sollte, vergieße ich keine Träne. Wäre das nicht schlau, wenn ich von unten komme? Wenn ich das gerade so sehe? Warte mal. Wenn ich jetzt unten lang laufe, komme ich nicht direkt dahin, wo diese Zielwege waren? Das ist euch besser, oder? Ich schau mal, vielleicht irre ich mich auch. Selbst wenn er nicht mehr da ist, hat sich gelohnt. Das war es auf jeden Fall wert. Also jetzt haben wir noch ein bisschen gefunden, was wir auch mitnehmen können. Steine haben wir gefunden, neue Rüstung noch, die eine sehr wertvolle ist. Einen neuen Charakter. Ein Haufen Steine. So. Ist ein bisschen nervig, hier nochmal durchzulaufen, aber jetzt, wo ich weiß, wo ich hin will, ist das, glaube ich, ein bisschen schneller, oder? Nehme ich fast an. Da ist er noch. Er ist noch hier, Leute. Okay, super. Wie kann man nochmal schnell zu dem jetzt? Man muss irgendwie hinten rum, ne? Nee, das kann ja gar nicht. Oben rum? Hinten rum geht nicht. Ganz oben rum war das, genau. So, müssen wir hier irgendwie hoch? Das war auch durch so einen Durchgang, genau. Und dann müssen wir hinten rum. Also ich nehme mal echt an, die werde ich auch mitnehmen dürfen jetzt. Das wäre zumindest sehr schön. Dann kann man echt sagen, dass es sich doppelt gelohnt hat. So, hier müssen wir einmal runter jetzt. Und dann einmal außen rum. Ja, es ist ein ziemlich langer, gleicher Weg, ne? Egal, welche Seite man läuft. Well, if it isn't Noah! I hear you've built yourself quite a town. Ja, wir könnten einen Händler gebrauchen. Es wäre sehr schön, wenn ich da endlich zumindest mal Heilung und so konstant kaufen könnte. Und du verkaufst diesen geilen Rauch. See, I told you you'd go far. I suppose you'll be needing an item shop. There's this guy I know named Hiro, who might be up to the task. Bei uns bist du willkommen. You have a place with us. Now that's what I like to hear. You've got yourself a deal. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Freier Werkzeughändler Hiro. So. Gut, ich nehme jetzt mal meinen ganzen Rückweg raus. Ich werde jetzt nicht komplett rauslaufen im Sinne von nach oben wieder raus, sondern ich werde aus der anderen Seite der Höhle rauslaufen. Sollte ich auf dem Weg in dieser Mine noch jemanden sehen, dann hole ich mich wieder dazu, aber ich denke nicht. Wir werden auf der anderen Seite wieder rauskommen und dann die alten Dörfer nochmal durchforsten. Jetzt frage ich mich gerade auch, werde ich dann nicht nur Jubel finden, werde ich vielleicht noch mehr Leute finden, die mittlerweile aufgetaucht sind? Weil wenn wir auch hier diesen Zwerg finden konnten, ist das nicht ausgeschlossen, ne? Backtracking for the win. Bis gleich. So, der Karte nach bin ich wieder nah am Ausgang. Ups, das ist nicht die Karte. Das ist die Karte. Und hier steht noch jemand? Bist du ein NPC? Also, ein NPC, na gut, du weißt, was ich meine. Bist du rekrutiert? Oh Gott, wirklich? Yep, this here's the place, so it is. Peaks my sniffer in all the right ways. Galdorf. Wow, also allein in dieser Mine waren noch drei Characters. Einen, den wir schon wussten und zwei, von denen ich noch nichts wusste.
Are you looking for something? What? Who in blazes are you? And how'd you get the drop on me? Na, wir kamen eigentlich aus der Richtung, in die du schaust, aber das, da geht das Spiel wahrscheinlich gerade gar nicht von aus, dass ich jetzt backtrack, oder? Wahrscheinlich wäre das halt viel leichter, wenn man später irgendwie fast travelt und dann einfach von der anderen Seite reinläuft. Oh, sorry about that. I'm Noah and I'm just trying to help. Oh, could a pig stuck me, but didn't. Looks like there be trustworthy humans after all. Well, the name's Galdorf, and I'm a rising star among dwarven warriors. It's an honor to meet you, Galdorf. Ist es, wie es bestätigt, dass es sich um Zwerg handelt? Da wird sich bei den Minenarbeiter auch um Zwerg gehandelt haben, alles klar. Noah, was it? Do I smell a bit of transcultural friendship in the way you be speaking to me? I guess. Anyway, you seemed like you needed a hand, so... Deed I do, deed I do. I'm looking for what's called Pale Night Meal. It's crafted from the ore what's mined here. Es ist natürlich sehr passend. So einen habe ich sogar zweimal. Einer war tatsächlich hier drinnen zu finden. Ich glaube auch hauptsächlich dank des anderen Zwerges. Und einen habe ich sowieso. Wird ein bisschen schmerzhaft, den abzugeben, aber wenn du dafür beitrittst, ist das okay. Rising dwarf star like myself ain't but naked without it, you see. But brave as I be, if I tackles this cave alone, I gots me a 50%. No, a 73%. No, an 89.9% chance things are gonna go sideways right quick. The nearer the prize, the stubbier the fingers, if you get what I'm saying. Would you like me to go find this Pale Knight mail for you? Glory be! This one's gonna brave a dungeon for me without my even asking! Valor's got a name, and it be Noah. Noah, my exemplar of valor! Remember, you promised to be fetching that Pale Knight mail for me. I'm counting on ya! Zum Glück habe ich das schon gemacht. Ich denke mal, ich muss jetzt jemand abrüsten. Ich würde dann Sabine wieder wegnehmen. Vielleicht gefällt ihm das sogar noch besser, dass er ein bisschen eingetragen ist. Rüste wieder bitte die Schuppenrüstung aus. Ich habe wieder was für dich. Schneller als du denkst. Is this what you're looking for? Das ist echt cool. Hätte ich jetzt das Ding nicht im Dungeon gefunden, hätte ich es trotzdem gehabt, ne? Weil ich es in dem Prüfungsgebiet gefunden habe. Great rocky boulders! Pale Knight Mail! Now I'm a step closer to being the most stalwart of all dwarven warriors! Ja, aber ich möchte jetzt schon, dass du mir beitrittst, ganz ehrlich, weil das ist eine wertvolle Rüstung. Hey, if you're happy, I'm happy. Oh, I couldn't be more grateful. But words is just words, don't you know? From this day forward, I, Galdorf, rising dwarven star, and soon to be the greatest and most ferocious of my kind, is gonna join ya. Yeah. Wait, really? That's great. Galdorf wurde ein Verbündeter, das freut mich. Der junge Zwergensoldat, Galdorf. Jetzt haben wir schon drei Charakters hier rausgeholt. Sogar einen Kämpfenden. Don't you worry, none. I'll find my way to your headquarters. Was witzig ist, weil um mein Hauptquartier zu erreichen, wirst du alleine durch diesen Dungeon laufen müssen. Genau, was du vorher vermeiden wolltest. Aber hey, ich speichere erstmal, dass ich drei neue Characters habe. Wow. Also es hat sich jetzt schon super gelohnt. Ich bin gerade gespannt, ob wir auch andere Charaktere außer die von mir gesuchte Person finden werden. In den ganzen Dörfern. Ich bin super gespannt. Das lohnt sich ja gerade viel mehr, als ich dachte. Ich meine, klar, hätte ich die auch viel später wahrscheinlich holen können, wenn es dann leichter ist, aber leicht. Ihr braucht schon leicht. Wenn er schon Charakter kriegen kann, will er ja auch haben, ne? Ich fange mal, ich würde dann sagen, ich gehe nochmal überall rein. Ich schätze mal, in die Stadt darf ich wahrscheinlich nicht. Aber die Dörfer darf ich scheinbar betreten. Ich hoffe, hier sind keine Wachleute jetzt, die mich abweisen. Ah, hier sind Wachleute.
Kennt ihr mich? Scheinbar reagiert ihr nicht auf mich. Das ist Reichsterritorium. Nicht trödeln. Du bist suspekt. Nein, doch nicht. Keine merkwürdigen Dinge machen. Ne, ich bin absolut unsuspekt. Unsere Einheit ist geschwächt von dem anhaltenden Krieg. Wenn du kein Geschäft erledigen willst, zieh Leine. Ich guck mich mal um, ja? Ich würde einfach die Chance nutzen, mich hier nochmal komplett umzugucken im Dorf. Ehrlich gesagt. Also nachdem, was ich jetzt gesehen habe, macht das nämlich Sinn. Hier ist ein Runengeschäft, das ist natürlich jetzt super. Ich habe jetzt natürlich keine Runen dabei, oder? Beziehungsweise ich habe auch keine Leute dabei, die Runen überhaupt equippen könnten aktuell. Ne. Der einzige wäre Giron und Giron müsste erst Level 14 werden, bevor der Runenslot frei wird. Der ist nicht mal in ein Level gestiegen in der Höhle, also so viel hat ihm die Höhle jetzt auch nicht gebracht. Er ist nur sehr nah dran. Und kaufen möchte ich auch ehrlich gesagt nichts. Ich könnte mal beim Rüstungshändler gucken, ob der nicht vielleicht up to date ist. Das heißt, ich könnte vielleicht ein bisschen was Neues kaufen. Für sie wäre sogar schon die dicke Robe super, weil sie so schlecht gerüstet ist. Also Mio. Die freut sich auch über dicke Roben. Oh, der Brustpanzer wäre noch besser gewesen. Ich hätte noch mal runtergehen sollen. Egal, dann ein bisschen Lehrgeld zahlen, das ist okay. Kann man mit leben. Die Hüte sind nicht mehr gut. Stimmt, sie hat damals meinen Dreispielzug bekommen, ne? Oder? Ja, so war es, glaube ich. Deswegen hat sie den schon. Okay, das war jetzt nicht so viel. Er hat nicht komplett abgedatet, aber es war trotzdem für Mio nicht ganz umsonst. Händen haben wir jetzt eh zu Hause für Heilsachen. Die brauche ich jetzt hier nicht zwingend zu kaufen. Aber wir sollen uns noch eben umgucken. Und im Gasthaus zu rasten wäre sicherlich empfehlenswert. Du bist der Typ mit den Katzen. Hast du was Neues zu erzählen? Nein, oder? Katzen sind großartig. Sie zeigen Liebe, indem sie den persönlichen Freiraum respektieren. Das hast du auch letztes Mal erzählt, ja. Du machst immer noch das Gericht, kannst dich entscheiden und du wartest immer noch aufs Essen, ne? Ja, ja, ich erinnere mich. Wobei, ich rede wie es mit der Frau eben. Nicht, dass die nachher irgendwie sagt, ich habe ein Rezept für dich oder sowas. Oh, schon wieder versagt. Immer werden das aufs Küchlein. Ich weiß auch nicht. Nee, das ist immer noch. Mach mal auf Anfang. Ja, das hilft mir nicht weiter. Gut. Gut. Das hast du jetzt mal auch gesagt. Gut. Aber rasten möchte ich auf jeden Fall speichern. Na ja, gut, speichern habe ich gerade, aber kann man genug speichern? Nein. Freilich, wenn man so viele neue Charaktere gefunden hat. Ja, für diese Jubel müssten wir, glaube ich, wie gesagt, nochmal in das andere Dorf. Und da müssen wir ihre Großmutter finden. Das habe ich ja, wie gesagt, gelesen, als ich geguckt habe, welche ich schon verpasst habe. Ja? Aber ich sehe, da ist noch viel mehr an Leuten zu kriegen. Ne? Das war es auf jeden Fall wert. Ich habe ja gar nicht mal gelesen, was ich so aktuell schon verpasst habe. Ich habe ja tatsächlich nur geguckt, wie nicht, wie ich seit langem schon verpasst habe. Ne? So dem allerersten kleinen Abschnitt. Aber ich will mich auch nicht spoilern. Das, wie gesagt, will ich auf jeden Fall vermeiden. Und wenn ich eine Chance habe, die Charaktere selber zu finden, würde ich die erstmal nutzen wollen. Du siehst übrigens super relevant aus. Hallo. What? I'm extremely busy. So if you want something, hurry it up or get out. Fellwort. Okay. Well, I'm looking for a healer to join up with us. Ich habe mir schon fast überlegt, ob ich ein Arzt ist, weil das so ein bisschen so scheint, als ob er hier Leute versorgt. Er versorgt übrigens interessanterweise Liga-Soldaten hier. Sind die hier versteckt oder das Gefangene? Ich bin gerade überrascht. Us who? Is this about the Alliance? I imagine they would need my talents. But if you think you can say a few pretty words and get me to drop everything, forget it. I'm not going anywhere without a show of good faith. Meaning what? Bring me 15 healing herbs. Simple, right? If you can't handle a task like that, then you're not worth my time. That's nowhere near enough. It means you're not even prepared to take care of yourself. And I detest people who don't treat their lives with respect. If you want my talents, then don't come back without the full 15 healing herbs. Now, if that's quite all, I'm a busy man, so get out. Ich hatte bisher noch nie das Gefühl, irgendwo Heilkräuter gefunden zu haben. Ich weiß immer noch nicht, was sie damit meinen, aber sie meinen diese Heilkräuter, ne? Also die ganz normalen Heilkräuter, die man kaufen kann. Okay, macht Sinn. Okay. Dann kaufen wir einfach 15 Heilkräuter. Das ist nicht mein Problem. Die sollten wir uns leisten können.
Wenn wir dafür noch einen Heiler dazu bekommen, folgen Arzt für unsere Truppen. Genau, was wir brauchen. Wow, Backtracking ist super wert. Ich bin echt absolut begeistert, wie viele Charaktere wir gerade finden. Eine sehr lohnende Backtrack-Folge. Ich werde ungefähr 50 Mal Backtrack sagen in dieser Folge. Macht euch bereit. 15 Stück. Kostet nur 300 Gold. Das ist für mich mittlerweile erst nicht mehr ganz so schlimm. Die kriege ich schnell zusammen. Bakwa, ja, mein Gott. Choose your poison. Cool. Cool, cool, cool. Did you bring the herbs? I don't have time for idle chatter. Reichen diese Kräuter aus? Will these herbs cover you? Ach, verloren. Hm. Investiert. You're sharper than I thought. All right, fine. Wait there. Make a tisane and give some to everyone, starting with the most seriously afflicted. Look at this stack of herbs! It's enough to save everyone! How can we ever repay your kindness, Dr. Falward? You've been looking after all of us for so long. I could cry. Well, don't. Spare me the sentiment and distribute the medicine. The longer you dawdle, the worse their chances. Do you hear me? Yes, Doctor. This village has been flooded with refugees. Some wounded, others in such poor health that illness is quick to spread. But those herbs you brought will give them all a fighting chance. I accept your show of good faith, and I thank you for it. Then you'll join us? A promise is a promise. My services as a healer are yours and the Alliance's. Ich finde das ein sehr schönes Detail, dass der Typ gerade wirklich von Verletzten zu Verletzten geht und denen diesen Tee gibt. Now, is that an invitation to be stupid and throw yourselves into danger? No. Needless heroism should be left at the door. I can't bring back the dead, but if you have the good sense not to cast yourselves headlong into an early grave, I'll patch you up. Because so help me, that's the job. Falward wurde ein Verbündeter. Scharfzüngiger Heiler. Now, I shall be on my way. Doctor, thank you. You're so kind and generous. When I told you to rest, I didn't say, except for needless displays of gratitude, did I? Stop making your condition worse. Yikes. Ist eigentlich witzig, so ein Character wie Falward würde man normalerweise älter einschätzen, aber das ist vielleicht so ein bisschen der besondere Twist, dass er so viel jünger ist. Sie würde mich echt hoffen lassen, dass so ein Spiel mal irgendwie nochmal ein Sequel bekommt. Und dass wir dann für ihn nochmal älter erleben können. Ja, komm, hör auf zu träumen. Sehr froh, dass du dieses Spiel schon mal bekommen hast hier, dass das fertig geworden ist. So, krass. Jetzt haben wir tatsächlich noch einen Charakter gefunden. Damit haben wir ja schon 4 Characters bekommen, nur weil wir backtracken. Und ich habe eigentlich nur 2 ungefähr eingeplant. Und einen davon haben wir noch nicht mal irgendwie aufgesucht. Das ist super nice. Das ist einfach nur super nice. Dann gehen wir jetzt ins Dorf. Ja gut, von Dorf zu Dorf. Ins andere Dorf. Wären, ne? So. Ich habe der mir damals zum ersten Mal von Yuma erzählt, oder? Hallo Reisender, das ist doch Werner. Ne, du warst das nicht. Du hast mir vom Bazar erzählt. Bist du die Großmutter? Warst du damals auch hier gestanden? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ah, passiert sogar was. Okay. Ne, dann war sie hier nicht, oder? Yuma? Where are you? Yume? Ich vermute sehr stark, dass das nicht funktioniert, bevor man nicht das Magical Girl geholt hat. Weil dann halt der Bereich, wo man hin soll, durch diese andere Quest halt blockiert ist. Aber das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil ich glaube, wir müssen nämlich dahin. Who's Yume? Das wollen wir alle wissen. Oh, are you travelers? Yume is my granddaughter.
Did you see her along the road? She's 6 years old and wears her hair in a bun. Das ist noch sehr jung. I haven't seen her, I'm sorry. Why? Is something wrong? She said she was going to the mountains to play with some new friend of hers. But then I heard there were sightings of some kind of big, hairy monster. I'm worried sick. If I weren't so old and frail, I'd go find her myself. I wish someone would check on her and make sure she's okay. Well, she can't have gone far. She's either at the mountain pass to the west or Redthroat Ridge to the east. Don't worry, I'll find her. Sie wird in der Rotkehlchenkamm sein. Really? Oh, thank you, young man. Thank you. Gut, dann werden wir uns darum kümmern. Hallo, dich kenne ich auch noch aus dem Prequel, ne? Ah, wie hieß du? Frieda? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall warst du in Rüstungsschmieden. Friede? Ich weiß es nicht mehr. Leider. Hey there. Frieda, war richtig. What are you in the market for today? Stalwart companions. I can check to see if we have some in back. Oh, you meant me. Frieda würde ich sehr, sehr gerne rekrutieren. Nicht nur, weil Frieda Frieda ist, sondern vor allen Dingen auch, weil Rüstungsschmied. Das wäre natürlich nochmal ein super guter Shop für uns, direkt in der Burg. Okay, I'm interested. But you really gotta let me punch up your style game first. I can't be seen with a man who wastes his looks dressing like that. Do you think this breastplate looks great on you? Oh, especially with this shirt here. Oh my gosh, look at you, that's perfect! Why not try on this armor too? Oh, definitely! This is so you! See? I knew there was a good-looking guy buried under all that blah. Danke. I guess. All right, that settles it. I think I like you. So that's one stalwart companion at your service. And it just so happens I've been looking for a nice, quiet place to ply my trade anyway. Schließ dich uns an. Join us. Ich dachte mir damals schon, als wir Manson sie gesehen hat in dem Prequel, dass sie, weil sie da auch einen ähnlichen Job ausführt oder denselben mehr oder weniger, dass sie da wahrscheinlich auch diejenige ist, die man rekrutiert für dieses Spiel, für Rüstungen und so weiter. Ich mochte ihr Charakterdesign ziemlich gerne, deswegen bin ich ganz froh, dass auch hier sie jetzt schon wieder da ist. Alright, it is on. Gottes Willen. Gut, dass ich mir das vorgenommen habe, nochmal ganz zurückzureisen. Ich meine, klar, die hätte ich alle wahrscheinlich später mal holen können, aber hey, umso früher, desto besser. My name is Frieda, and I'm your new armorer. I'll keep you safe in battle, and make sure you look damn good while I'm at it. Frieda wurde ein Verbündeter. Modefanatikerin Frieda. Nice. Dann haben wir auch schon eine Rüstungsschmiedin für unsere Heimat. Du bist immer noch alleine hier, hast nichts Neues zu erzählen, aber ich frage trotzdem mal nach. Willkommen im Dorf, Wernreisende. Lasst euch Zeit und genießt euren Aufenthalt. Den habe ich schon genossen und ich habe auch schon die besten Dinge mitgenommen. Die beste Person. Dinge klingt ein bisschen komisch. Ihre Rüstungen sind die Dinge, die sie bisher hier gelassen hat. Die müssen wir wahrscheinlich nachher transportieren. Alle durch die Mine durch. So, gut, gucken wir weiter. Das sind alles die üblichen Charaktere. Das Haus hier war damals leer. Ist es immer noch leer? Es ist immer noch leer. Dieses mysteriöse Haus, was immer leer steht. Nun ja, okay. Aber ich würde auch gerne mal auf den Bazar schauen. Und wer bist du denn? Den alten Mann da hinten kenne ich, aber dich kenne ich noch nicht. Und du siehst auch schon wieder... Was ist denn hier los? There we go, my little friends. Grow up hale and hearty for me. Peter. Ah, don't mind me.
I was just tending these crops. Did you need something? Actually, I'm seeking out new recruits. Ich glaube, Martha würde sich über deine Gesellschaft freuen. Du könntest vielleicht neben ihrer Weide ein Feld betreiben. Oh, you're from the Alliance? Well, I don't know the first thing about fighting. Don't care much to learn, neither. Aber Landwirtschaft, mein Freund, das ist ein Fachgebiet. Und wir müssen was essen. Work in the fields is all I know. Would that be of any help to you? Ja. I sure wouldn't mind having some land of my own. There's nothing I love more than seeing my veggie pals grow big and strong. Meine Gemüsefreunde. Then come grow them for the Alliance. We have no shortage of bellies to fill. Oh, you don't say. Well, planting a field is planting the future, you know. War might be here, but folks don't stop needing to eat. Without a hearty bowl of grub, the war'll be over before your troops even swing a sword. Or maybe I've just eaten more than my peck of dirt. Das ist so poetisch. I love it. That's so poetic. Shucks! Ain't no one's ever called me a poet before. So, are you sure there's a place for me in the Alliance? Yeah. Schließ dich uns an, bitte, bitte. Join us. Well, rightio! The name's Peter. Mighty glad to meet ya. Peter. I'll work those fields day and night to keep the bellies of all my new pals happy and full. Das nicht nur ein wertvoller Verbündeten. Sorgloser Farmer Peter. Mit seinem Möhrchen in der Hand. Er hat immer dieses Möhrchen in der Hand, oder wie immer auch. Fast schon schade, dass er nicht mitkämpft mit dem Möhrchen in der Hand. Okay, wow. Wie viel denn noch? Okay, der Bazar ist doch noch... Okay, hier stimmt, ist ja gar kein Bazar mehr, stimmt. Ganz vergessen, dass sie ihr Zeltlager aufgeschlagen haben. Ja, die Maschine ist nicht mehr hier, wie ich sehe. Ich laufe hier mal durch, ne? Macht euch ja nichts aus. Hier scheint aber gerade nichts zu sein. Ich will mal mit dem Typen reden, der vor dem Hauptzelt steht. Oh, oh, das Reich ist wunderschön. Duke Aldrich ist großartig. Was hältst du von meinem Liebeslied an das Reich? Das war ein Lied, okay, das Noten hätten da geholfen, also ein Notenzeichen. Na gut, das war's trotzdem wieder wert. So nice, so schön. Euch kenne ich alle noch. Ich speichere nochmal. Die Flut an Charakteren lässt ja nicht nach. Rassentube nicht, das ist ja Blödsinn. Das kostet viel zu viel Geld. Habe ich eben schon einmal gemacht, das war schon eigentlich wieder ein bisschen Geldverschwendung, weil es gar nicht nötig war. Ich will immer hier rauslaufen, aber das ist gleich der Ausgang. Okay, jetzt haben wir so viele Characters bekommen und ich habe eigentlich noch nicht mal den einen Character geholt, deswegen ich zurückgelaufen bin, außer jetzt den Händler, da habe ich gehofft, dass er geht, also der in der Mine. Aber diese Junge wollte ich ja eigentlich noch holen. So, testweise nochmal hier. Ne, hier ist auch nichts dazugekommen, wir konnten hier rein, ne? Und hier hatten wir eins der Bücher bekommen. Ich erinnere mich vor dem Mädchen. Ein gruseliges Buch, was sie gar nicht lesen wollte. Band 3 war das, glaube ich. Aber es kann auch falsch sein. So, okay, dann haben wir, glaube ich, hier jetzt alles gemacht. Wir müssen nur gucken, dass wir diese Yume jetzt finden. Und ich meine, damals gelesen zu haben, als ich sie verpasst habe, dass sie dann in diesem Rotkehlchenkamm ist. Dann können wir uns zumindest den Weg jetzt nach links sparen. Aber ich will auch nochmal hier durch, durch das Tor und ins andere Dorf. Das würde ich aber jetzt machen, nachdem ich Yume geholt habe. Und testweise werden wir nochmal gucken, ob wir in die Stadt können. Wenn ja, wäre das ganz praktisch, dann könnte ich nämlich doch noch Mio's Sache verbessern. This seems like a waste of effort. Ja komm, die Gegner hier. Die haben keine Chance mehr. That's enough out of you. Excellent, everyone! Aber es sind immer noch 72 Bakwa. Da kann ich ein paar Heilkräuter von kaufen. Wenn ich es dann haben möchte. Bin mal gespannt, welche Sachen der schon alles verkaufen wird. Also der erste, den wir heute gefunden haben. Ob ich da ein bisschen an Heilsachen aufstocken kann. Weil gerade diese potenten Heilkräuter brauche ich mittlerweile. Ja, ne, die normalen taugen gar nicht mehr viel. So, ich hoffe, dass dann Yume irgendwo hier ist. Die Frage ist natürlich jetzt, wo sie ist.
Aber das ist kein kleines Gebiet. Oh, oh. Ich habe Yume gefunden und ich glaube, ich habe das große Monster auch gefunden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei dem Design nehme ich davon an, das ist ihr Freund. Allein diese komische, niedlich anmutende rote Nase ist verräterisch, würde ich behaupten. Okay, doch keine Freunde. Leave her alone. Na, ich glaube doch. Die spielen, glaube ich, nur. Who are you, Mister? I'm Noah, and you must be Yume. Your grandma is looking for you. Oh, she's such a worry ward. I told her me and friend had some special training to do. Special training? But where's your friend? Whoa. It's really important! You never know when a big monster will attack the town, and I have to be ready to help! It was his idea, but I think it's a pretty clever one. Okay, I'm glad you brought him up, because, what is he? This is Friend, Yume's bestest buddy in the whole wide world! Oh, so you're protecting her. I'm sorry, I didn't know. Hasuo! Friend says he likes you. Do you want to be friends with us too? Yeah, of course. Wer möchte nicht mit Freund befreundet sein? Yippee! I just knew you would. Since we're friends, I might have fibbed a little. I actually want to leave home so I can go look for my mother. You're a traveler, aren't ya? I promise I'll do whatever I'm told, and I'll stay out of trouble, and I'll eat all my vegetables, and I won't wander away from Friend. Just please, please, please take me with you. Ja, aber deine Großmutter müssen wir schon noch Bescheid sagen, ne? So. Please, pretty please. Willkommen. Welcome to the ranks. Jetzt hat mir der Großmutter erzählt, dass wir ihre kleine Tochter, ihre sechsjährige Tochter, jetzt in die Armee aufgenommen haben. Oh, thank you, Noah! Thank you so, so much! So. Yume wurde ein Verbündeter. Reisende mit Freund. Und sie reitet also auf dem Rücken von dem. So ein bisschen wie diese Bärenreiter, ne? Die wir gesehen haben. Me and friend better go tell grandma that we're gonna look for mom. Ja. So. Gut, jetzt hätte ich mich fast schon verpflichtet gefühlt, zurück zur Großmutter zu gehen und sie eben zu unterweisen, was hier los ist. Aber wenn du das jetzt tust, dann kann ich mir das sparen, das ist okay. Wait, you're bringing him to town? Natürlich nimmt sie dir mit. War hier noch ein steinisch aberntbar war? Ja, komm, den nehmen wir noch eben fix mit. Supi. Und dann würde ich sagen, die Stadt machen wir als letztes. Ich würde jetzt erstmal gucken, dass wir nochmal gucken, ob wir ins Dorf zurück können. Den Kampf machen wir auch hinfix. You will keep me safe, yes? No match for you, hm? Ja, wir gehen mal ins Dorf, ob wir den Fischer vielleicht noch bekommen können. Und ich meine, wenn wir durchs Dorf gehen, gehen wir auch automatisch noch durch das Tor zwischen den beiden Gebieten. Vielleicht steht da auch noch jemand rum. Mittlerweile erwarte ich schon Charaktere an jeder Ecke. Und dann, wenn wir auf dem Rückweg sind, dann gehen wir nochmal in die Stadt. Ich gucke mal, ob wir da reinkommen überhaupt. Wenn wir da nicht reinkommen, auch nicht schlimm. Und den gesamten Weg zurück durch die Bergwerksgeschichte mache ich dann zwischen den Folgen. Den können ich euch, glaube ich, ersparen. Ne?
Aber das war es auf jeden Fall wert, was wir hier machen. I am gonna walk all over you. Das steht außer Frage. Nur noch mal zu sagen, Backtracking. That's enough out of you. Not a hair out of place. Eine gute Idee. Aber hey, Giran ist immerhin ein Level gestiegen während dieser ganzen Reise. Bei diesen ganzen Popelmonstern. Also immerhin. Okay. Der Typ, nee, der war auf der anderen Seite des Tors, wollte gerade sagen. Der mit dem komischen Trog da. Du bist der Schmuggler hier, ich erinnere mich. Sonst ist hier niemand Neues, ja? Gut. Aber wir gehen nochmal ins Dorf, wie gesagt. Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht in die Wälder reinrennen. Also wenn da jemand ist, dann werde ich das irgendwann später nachlesen. Wenn ich dann immer wieder einen großen Schritt nach vorne bin und sage, okay, jetzt kann ich vielleicht ewig veraltete Kapitel mal gucken, ob ich da schon Charakter wieder verpasst habe, so wie mit Yume. Das würde ich wohl machen. Aber ich werde das nicht jedes Mal in jeden Dungeon reinrennen, ja, das ist ein bisschen viel. Dörfer sind okay, aber nicht jeder Dungeon. Ich meine, jetzt halt den Wald hier, ne, und die Ruine und so weiter. Weil diese eine geschlossene Ruine, da war bestimmt irgendwann ein Dungeon sein könnte, man wird sogar optional, also da soll man gucken. So, mittlerweile sind doch wieder welche von euch hier, ja? Ihr wart ja zeitweise gar nicht hier. Als ich ausgerechnet diesem Dorf geschickt wurde, ich bin lieber an der Frontlinie, wo ich mehr beitragen kann, aber lieber am Leben sein als tot, zweifelhafte Dienste zu leisten. Schätze ich. Das war ein verdächtiger Hausierer, aber er ist davongekommen. Dubiose Geschäfte gestatten wir im Reichsterritorium nicht. Was für ein Hausierer. Jemand, den ich möchte in meinem Team? Das ist immer noch derselbe Text wie letztes Mal. Ich hätte gehofft, dass es mir ein Rezept gibt. Bisher habe ich nur ein Rezept. Und du hast immer noch dein komisches Schwert. Irgendwann, ne, müssen wir wegen dir... Oh, hallo? Wer bist du? Du siehst besonders aus. You want me to join you? Good eye, brother. Very good eye indeed. Du siehst aus wie eine Katze. Also bist du wahrscheinlich eine Art Katzenmensch, Bestien-Ding. Ich habe mich schon gefragt, haben wir schon mal Katzen gesehen? Weil wir haben nur alles Mögliche gesehen, Wölfe und keine Ahnung. Wir haben schon von Hai-Bestien gehört, ne? Aber noch keinen Katzenbestien, glaube ich, gesehen. Du scheinst mal eins zu sein, obwohl du bist irgendwie auch vergleichsweise kleiner, weil du jünger bist, denke ich mal. I am Gigina, mightiest of all beast warriors. And those who know me best, name me the Stone Lion. My goal in life is to gain strength, so I only join with the toughest of the tough. You are a lion! A lion! I've never seen anyone with such power! Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, wir müssen Mindestlevel haben für sie. If you and I join forces, the sky is the limit! The sky of strength! That's it! You and me are teaming up! Gigina wurde ein Verbündeter. Steinlöwenherz. Cool. Das war jetzt schon wieder ein überraschender Charakter. Alles klar. Ja, also auch hier werden wir nochmal jeden Winkel im Dorf anschauen. Macht ja offensichtlich Sinn. Nochmal hier ins große Haus, wo der Bürgermeister haust. Aber hier ist nichts mehr passiert, ja? Hier haben wir zum ersten Mal Sein kennengelernt. Mittlerweile schon ein Stückchen her, ne? So, mal hier nochmal eben reingeguckt. Sind das eigentlich Fuchsbestien oder sind das auch ein Wolf sein? Sieht mir wie ein Fuchs aus, ich weiß es halt nicht. Könnte auch ein Hundbestien sein. Aber hier drin ist auf jeden Fall kein relevanter Charakter. Ich habe Katzen hab ich noch nicht gesehen, so kleine Katzen, ja, und so klar. Aber ich meine jetzt so Katzenbestien halt noch nicht. Außer sie jetzt vielleicht. So.
Ich versuche einfach nur die Augen offen. Hallo. Ich wollte gerade sagen, die Augen offen waren doch Charakteren, die komisch aus oder besonders aussehen. Wer bist du denn? Oh yeah! I'll win again! Jemand mit einem Minispiel vielleicht? Klingt fast so. Glenn? Oh, dang it! That's 10 times in a row! I'm gonna get better and crush you! Just you wait! Bring it on! I'll accept that challenge any day of the week. Oh yeah! And with that, my deck just got even stronger. Ein Deck, okay, also gibt's ein Kartenspiel hier. Hm? Hey! Yeah! You, over there! You like card games? Kommt drauf an. Klar, ich probier's. Sure, I dabble. Can I give it a try? Now that's what I like to hear. Let's get right to it, my friend. Here are the rules. Okay, ein Kartenspiel. Jeder Spieler spielt seine Karten auf einem der drei Schlachtfelder seiner Wahl aus. Die Kraft jedes Schlachtfeldes erhöht sich abhängig von den Werten und Fähigkeiten der Karten darauf. Wenn auf jedem Schlachtfeld drei Karten gespielt wurden, gewinnt die höhere Kraft. Karten können unter bestimmten Bedingungen Fähigkeiten einsetzen, die ihre Kraft oder Punkte auf dem Schlachtfeld erhöhen. Hände werden gebildet, wenn drei Karten auf dem Schlachtfeld eine Reihe ergeben. Es gibt gleiche Art Straight Flush und Straight Flush, je mit verschiedenen Bonuswerten. Der Sieger eines Schlachtfeldes erhält Gebietspunkte, GP, die durch das Schlachtfeld festgelegt werden, und Feldpunkte, FP, die aus den Karten gebildet werden. Die Summe dieser Punkte ergibt die Siegpunkte, SP. Wer die meisten Siegpunkte erhält, gewinnt das Duell. Okay, das reicht natürlich für mich noch nicht ganz, um alles zu verstehen, aber es reicht, um mal drauf loszuspielen und wahrscheinlich zu verlieren, aber erstmal zu lernen. First deck's on me. I want everyone to love this game as much as I do, so I always bring along a few extra card sets. Oh, I get it. This is gonna be a lot of fun. Can't tell you how happy I am to hear you say so. Let's play. You got it. Genau, I'll try gerade not to burn you too bad with my mega powerful Scorcher deck. Okay. Vielleicht darf ich auch verlieren. Wegen seinem mega powerful Scorcher deck. You're on. Let the duel begin. Zeit für ein Duell. Okay, das ist eine tolle Anleitung, die hilft mir herzlich wenig. Ich spiele einfach mal drauf los, ja? Epische Musik hier. Here. My turn. Card of Destiny. I choose you. Ach nein! Ah, jetzt habe ich die Karte gewählt, die ich ablege. Die wollte ich aber spielen. Okay, das war jetzt doof. Das war sehr doof sogar. Ah, aber gut, muss ich erstmal mitleben. Wahrscheinlich macht es so Sinn, die in der Reihenfolge zu legen dann, ne? Also wenn ich jetzt hier eine 4 hinlege. Of Destiny. Here I choose you. So, jetzt welche Karte ich ablegen möchte. Okay. There. Ich bin mir jetzt nicht, ob ich das verstehe. Mit halbem Verständnis versuche ich gerade eine Taktik aufzubauen, aber ich glaube, ich weiß nicht wirklich, was ich tue. Das ist das Problem. Card of Destiny. I choose you. Ich weiß jetzt nicht, gut ist, ob das so gut ist, eine verschiedene, zweimal dieselbe Farbe zu sehen, was er gerade macht. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt selber nicht getan. Aus verschiedenen Feldern. Won't stop me now. Ultimate battle formation. Okay, das ist auch okay, ne? Man muss es nicht hochziehen. Ist es nicht trotzdem besser, wenn ich 6, 7, 8 mache? Das ist die Frage, ne? Das weiß ich halt nicht. Das ist eher ungünstig jetzt. Weil links das Gelb verliere ich, glaube ich, sowieso.
Aber vielleicht ist es trotzdem gut, ein bisschen dagegen zu halten, keine Ahnung. Looking good! Battle Formation. Ich denke mal, da kann er kombinieren, weil es jetzt zahlt. Nach oben zählt. Das müsste ich aber auch machen können, damit der 6, 7, 8 jetzt, oder? Aber erstmal legen wir eine Karte ab, bevor ich jetzt einen Fehler mache. Okay, dann nehmen wir jetzt die 8 und legen die rechts an. Das ist 6, 7, 8. Straight. Das ist ziemlich stark an der Stelle, hoffe ich mal. Aber er kann es dann aber noch überbieten, ne? Das überrascht mich jetzt, dass er da keine neue nach rechts gelegt hat. Okay. Ich könnte Gelb jetzt abschließen, da, ja, aber mit kaum Punkten, was doof ist. Nein, ich wollte es nicht weglegen. Das war nicht so klug. Ja, viele Optionen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Kann ich exakt. Nee, ich kann nicht exakt hinlegen, okay. Wahrscheinlich auch egal. Mach das aber voll. Das ist eh verloren. Das Ding ist eh verloren. Zur Seite. Ich hoffe, ich muss nicht gewinnen, um ihn zu rekrutieren. Versus Card. Okay, da habe ich gewonnen. Mit einem Punkt. Gotcha. No way. Wir bekommen aber zwei Punkte. Okay. Here we go. Achso, weil ich bereits einen Punkt für links bekomme und dabei noch was verlieren könnte? Keine Ahnung. Leg mal bitte die 1 hier ab. Looking good. Ich werde halt jede Front verlieren, außer die rechte. Das ist das Problem, glaube ich. The duel is on. You never had a chance. Got me. My turn. Aber sein Gelaber von wegen spezielles Deck ist ja Blödsinn, weil ich glaube, wir haben dieselben Karten. Ne? Es gibt hier keine wirklichen verschiedenen Decks. Das ist halt ein recht ausgeglichenes Kartenspiel. Mit keinem Deckbuilding. So wie ich es gerade verstehe. Nein! Oh, ich bin so doof. Genau, die wollte ich ja nicht weglegen. Oh, ich hab das schon wieder falsch gemacht. Hat zweimal einen Fehler gemacht, ne? Das ist egal, was ich mache. Showdown. Ja, das war doof. Naja, ich habe aber, glaube ich, alles gelernt, was ich wissen muss. Tatsächlich. You never had a chance. Got me. Ich nehme auch an, dass beide Spieler Nobody beats me. Exakt, you won't beat me next time. Ja, exakt dieselben Karten hat. Darum geht's hier nämlich. Darum, dass, wie man seine Karten benutzt. Mit der Reihenfolge, wie man sie zieht. Und dann daraus die Strategie zu bauen. Ich denke mal, ich habe es verstanden. Wenn ich ihn besiegen muss, würde ich es nochmal versuchen. Wenn nicht, dann reicht mir das erstmal. Haha, another win for me. Gönne ich dir. Ah, thought I had a shot. You did put up a hell of a fight. You've got the potential to be really good at this. Ja, vielleicht solltest du dich meiner Truppe anschließen, damit wir ein bisschen Karten spielen können. Das ist vielleicht eine ganz gute Ablenkung für jeden da. Thanks. That makes me feel a little better. Come challenge me again, yeah? Nah, Mist. I'm always here and I'm always down for a game. Das heißt, ich muss ihn besiegen. Dann versuchen wir es nochmal. Hey, you're back for a rematch. All right, let's shuffle up. Try not to get toasted by my Scorcher deck again. Red nicht so einen Unsinn. Die sind alle gleich, die Decks. Das macht das Spiel nämlich gar keinen Sinn. Wenn man hier Deck bilden könnte, wäre das nämlich dämlich. Da würde man ja nur dieselbe Farbe nehmen. My turn. So, gut. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr, mein Freund. Also hohe Karten sind schon eigentlich besser. Ich weiß halt, was ich nicht weiß, ist, ob ich mit niedrigen Karten anfangen muss, um zum Beispiel eine 6, 7, 8 zu machen. Ist es wichtig, welche Reihenfolge ich setze? Kann ich das hieraus erkennen? Ich denke mal schon, ne? Das wird schon wichtig sein. Das heißt, deswegen legst du nicht zuerst eine 9, weil dann kannst du nicht mehr aufbauen. Das heißt, du fängst mit einer realistischen Zahl an. 6 ist eigentlich eine sehr gute Zahl, weil da kannst du noch draufsteigern. Also fangen wir mit einer 6 an, mal links. Cool. Da versuchen wir jetzt 6, 7, 8 zu machen, mit Rot im optimalen Fall natürlich. Card of Destiny. Choose you. Natürlich könnte man auch 3, 9 legen, ja, aber da muss man die auch bekommen. Wichtig ist, dass man nicht aus Versehen die falschen Karten wegschmeißt. Blau kann ich gerade nicht gebrauchen. So, jetzt habe ich natürlich viele Optionen in grün.
und würde sagen, ich fange erstmal mit grün an. In der Mitte. Hier! My turn! Card of Destiny! Here I choose you! Es ist schlimm, dass er überall mit einer höheren Zahl gegen spielt. Weil er muss sich auch gute Kombos rauskriegen, sonst wird das nix. Ich trashe die drei. Das ist alles ziemlich kacke, wenn ich ehrlich sein darf. Ich würd immer noch auf gierig gehen und versuchen, einen Dreier reinzubilden. Und eine 7 wäre noch okay, also machen wir hier gelb. Das heißt, wir könnten jetzt alle blauen mal wegschmeißen erstmal. Außer, wir bekommen eine blaue, die derselben Zahl entspricht, die wir schon gespielt haben. Das ist jetzt blöd, weil ich würde gerne natürlich 7, 8, 9 spielen, aber kann ich nicht, weil ich die 8 noch nicht habe. Ich müsste aber so oder so eine von denen unterbrechen. Dann würde ich über die gelbe unterbrechen, weil da kann ich auch mit drei gleichen Farben punkten. Und da ist die 9 schon mal ein guter Stecher. Ne? Looking good. My turn. Ultimate Battle Formation. Okay, man kann also auch runterzählen. Man muss nicht hochzählen. Okay, das wusste ich auch nicht. Das ging für mich auch hier nicht hervor, weil hier immer 1, 2, 3 steht. Das ist ein mangelndes Beispiel. Ein mangelndes Beispiel. Was man witzigerweise so auch oft von Regelbüchern kennt. Manchmal stehen nämlich nicht alle Sachen drin. Das kann nicht nur eine erstmal wegschmeißen. Ich schmeiße die 1 weg natürlich. Okay. Also ich habe jetzt nochmal eine 9 bekommen. Das ist jetzt ärgerlich, weil ich hätte jetzt 3 9 gespielen können, aber hätte ich nicht wissen können, dass das so ist. Das heißt, ich könnte jetzt da oben rechts mit gelben vollenden. Die 2 hat nicht einen allzu hohen Wert, was ärgerlich ist. Ich könnte also stattdessen die 9 in der Mitte spielen und hoffen, dass ich noch einen höheren Wert für rechts kriege. Ja? Dann machen wir das so. Dann kann ich hier nicht mehr hochzählen, aber das ist okay, dafür ist es eine hohe Nummer. My turn. Only need one more. Ja, wenn er jetzt 6 machen kann, ist es problematisch. Ja, die Frage ist, ob er es machen kann. So, wir schmeißen die 2 weg. Ne, wir schmeißen die 4 tatsächlich weg. Ja, das war auch gar nicht mal so schlecht, dass ich die weggeschmissen habe, weil ich die 2 jetzt noch spielen kann. Aber ich könnte auch bei der gelben immer noch darauf hoffen, dass ich eine höhere Zahl ziehe. Und ich habe bisher noch kaum gelbe gezogen. Und dafür verzichte ich jetzt bei Rot auf den Hochcount. Dafür nehme ich eine hohe Zahl. Ja, okay, komm, machen wir das. Okay. Das überrascht mich jetzt. Das heißt, die Reihenfolge ist egal. Okay, ich gehe noch fast davon aus, dass die Reihenfolge egal ist. Blau brauchen wir gar nicht. Na toll. Blau brauchen wir gar nicht. Was kriegen wir blau? Dankeschön für nichts. Das Dumme ist, er hat links so hohe Zahlen. Wenn ich da nicht noch was richtig Hohes reinsetze, verliere ich da. Das heißt, ich kann nur hoffen, dass er rechts nicht vollenden kann und mache rechts jetzt dicht. Keine Fähigkeit, aber höhere Nummer. Scheiße. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Sehr hohe Karten zu spielen ist halt auch eine Option, ne? Vielleicht habe ich einfach zu gierig gespielt, zu sehr auf hohe Taktiken, die ich nicht ausspielen kann. Das ist gut. Da müsste die linke Front eigentlich so gut wie gewonnen haben. So gut wie. Ist nicht safe, aber schwer zu überbieten, würde ich sagen. Ja, das ist eine 9. Also 9, 7, 8. Das ist natürlich super heftig. Ja, das ist wieder verloren, leider. Leider. Ich kann nicht mehr was Sinnvolles spielen gerade. Ich muss erstmal ablegen, klar, aber trotzdem. Nee. Das ist Kackjes. Vielleicht habe ich zu gierig gespielt dieses Mal. Also, ich verstehe das Spiel mittlerweile komplett. Ich habe auch ein paar Sachen wieder jetzt gelernt. Aber ich habe zu gierig gespielt. Ich glaube, es ist wesentlich leichter, wenn ich einfach hohe Zahlen spiele. Ja, natürlich kriegst du noch ein Straight. Pff. Ja, das ist natürlich auch ein Glücksspiel, ne? Ich hätte halt nicht viel mehr machen können, oder? Ich glaube, an den Karten, die ich so gezogen habe, ich hätte nicht mehr machen können, außer ich hätte versucht, eine dreifach 9 zu spielen. Das hätte ich aber vorhersehen müssen, das kann ich nicht vorhersehen. Das heißt, ich glaube, ich habe auch immer Pech gehabt, weil ich bin ein Pechvogel, wer das nicht weiß. Das heißt, ich muss irgendwie versuchen, das Pech auszugleichen. Deswegen hätte ich gar nicht erst so riskante Sprünge mal versuchen dürfen. Wir versuchen es noch einmal, okay? Einmal versuchen wir es noch. Hi!
Sonst müsste ich das mal irgendwie nebenbei machen. Also ich will jetzt nicht Folgen damit füllen, dass wir dieses Spiel spielen. Aber ein drittes Spiel ist okay. Let the Jew begin. Drei Fische aus dem Wasser ziehen, kann ich auch dreimal dieses Spiel spielen. My turn. Okay. Ich könnte jetzt mit 5, 6 versuchen, irgendwas zu bauen, ne? Das halte ich aber für dämlich. Ich werde das einfach sicherer spielen. Das heißt, wenn ich einen 9 habe, spiele ich auch einen 9. Beat this. My turn. Card of Destiny. I choose you. Okay, schmeißen wir erstmal Geld weg, weil 3 nicht viel ist. Das ist alles ziemlich kacke. Fange ich jetzt auch eine grüne Linie an? Das ist eigentlich ein bisschen greedy, ne? Aber ich mach's trotzdem. There. Cool. Card of Destiny. Here I choose you. Zweimal grün zu spielen ist nicht ganz so simpel. Ach komm. Ich habe gerade ein bisschen Pech, ne? Wobei ich kann in diesem Fall noch die 5 legen. Don't stop me now. Jetzt muss ich eben auch eine 4 kriegen. Also sogar eine grüne 4 wäre gut. Card of Destiny. I choose you. Aber eine blaue 4 würde jetzt auch wieder, weil runterkarten aufgeht, richtig? Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das so ist. Das ist nicht so gut. Dann fangen wir jetzt rechts, spielen wir aber exakt gegen. Beat this. My turn. Die Mitte kann er halt noch sehr leicht einfach überbieten mit höheren Zahlen. Ne? Need one more. Er ist einfach ein bisschen höher da jetzt. Here I go. Gut, haben wir nicht im Spiel. Er ist 5, 6, 7 geht halt nicht, ne? Also nicht in der Reihenfolge, nicht mal an. Da wird das keine Kombo sein. Ich könnte hier versuchen, 3, 7 dann zu spielen. Das ist eigentlich zu greedy, aber ich versuch's. My turn. Ich habe noch keine blaue 7 und keine rote 7 gezogen. Das heißt, es gibt eine Chance. Only need one more. Oh Gott, ey, links zieht er mich aber auch wieder aus. Mein Gott. Here I go. 7, 8 von rot. So, die 5 brauchen wir auf jeden Fall nicht. Oh, oh. I'm gonna win this. Das war stark. Cool. Das war stark. Ultimate Battle Formation. Wer kann das noch überbieten, dass ich 3-7 da gespielt habe? Das fände ich echt frech. Ja, das ist natürlich absoluter Vollcrap. Ich weiß jetzt nicht, ob eine 6-5-4 funktioniert in der Reihenfolge. Oder ob ich das bei ihm falsch gesehen habe, er es gar nicht so gemacht hat. Ja, wir müssen lernen. Es zählt, ne? Straight. Es zählt. Aber es kann er leicht überbieten. Mit einer hohen Karte. Das ist leider fast zu einfach zu überbieten. The duel ja, is on. Das ist ärgerlich. Er wird wieder gewinnen, glaube ich. You never had a chance. Caught me. Die rote Linie da hinten ist schon so stark. Weg damit. Ja, scheiße. Ich kann halt nichts machen jetzt, ne? Ich kann gar nichts machen. Schön, dass ich die ganzen 7 gezogen habe, aber ich kann das hier nur versuchen, grün zu machen. Und grün mit einer 2 ist halt super schwach. My turn. Ärgerlich. Ja, natürlich. 7, 8, 9 straight hoch. Die Kombos sind, ich finde die Kombos sind zu schwach. Eigentlich sind die hohen Karten gefühlt fast schon zu gut. Na toll, jetzt ziehe ich 2, 9, weißt du? Das ist doch wohl eine Beleidigung. Ah, ist verloren. Showdown! You never had a chance! Got me! Riechst du dich in jedem Feld? My turn. The duel is on. Ja. Gotcha. Ich habe nur ein paar Trostpunkte bekommen. No way. Okay, ich breche es hier mal ab. Ich werde das noch ein paar Runden machen, weil ich will nicht yes. diesem Dorf zurückrennen no. müssen. Das wäre ziemlich doof, wenn ich ganz herrennen müsste wieder. Ich versuche das dieses Mal noch zu machen, damit wir noch den Rest, den ich machen könnte, gleich hinterher schieben können. Ja? Das heißt, wenn ich gleich ein Duell gewinne, dann sehen wir uns beim Sieg wieder. Und dann seht ihr auch, welche Ergebnisse ich hatte. Also bis gleich. Come challenge me again, yeah? I'm always here. And I'm always down for a game. So, ich habe euch mal in dieses, ich glaube, dritte oder vierte Duell, was ich jetzt danach noch gemacht habe, wieder reingezogen. Ich glaube, ich gewinne endlich mal. Und ich habe bisher wirklich nur wegen Pech verloren. Also die Maßen, die er immer 9 zieht und mit 9 am Anfang vorlegt,
Die Bonis bringen halt nicht viel, ne? Also an den ersten Punktzahlen. Außer die unterste Boni, der unterste Boni. Und deswegen sind höhere Zahlen meistens viel stärker, egal ob du Kombi spielst oder nicht. Ob du da jetzt mehr Siegespunkte rausschlägst, ist nicht so relevant. Aber jetzt habe ich gerade ein ziemlich gutes Vorspiel. Ich habe links ganz gut mit 3 Achten gewonnen. Rechts könnte ich 3 Sechsen machen, das könnte immer noch locker schlagen. Da ist also eher unsicher. Aber in der Mitte bin ich recht stark aufgestellt. Ich hoffe, wir gewinnen einfach mal jetzt. Und ich will jetzt hier die 6 hinspielen. Ich schätze, er wird es überbieten, weil er kann es ziemlich leicht überbieten. Aber ich hoffe, dass ich die Mitte gewinne. Ich muss halt nur ein paar hohe Zahlen kriegen. Also er hat die Mitte jetzt weggeschmissen. Okay, ich habe gewonnen. Gut. Oh. Es ist wirklich nur... Ich verstehe das Spiel, ich habe das absolut verstanden jetzt. Aber ich hatte so viel Pech, dass ich da ewig dran gesessen habe. Ich kann jetzt mit der Mitte auch nichts Schönes machen. Das ist aber völlig egal, weil ich muss hier nur die Zahlen von ihm überbieten. Und das ist ziemlich einfach tatsächlich gerade. Stop me now. Am besten noch eine blaue Karte oder so. Mit einer gewissen Mindestwertung natürlich. Oder er spielt halt einfach die 5. Ja, das hat er noch gewonnen. Und er hat keine Kombi da gehabt. Ne? Ich hab 3 Sechsen gespielt. Das war völlig wertlos, wenn er einfach 9 und 8 raushaut. Und ich habe echt so selten 9 und 8 gezogen. Dieses Mal hatte ich Glück mit den 8. Da konnte ich das mit machen. Okay, wir schmeißen die jetzt weg und hoffen, dass wir noch eine hohe Zahl bekommen. Perfekt. Wir können auch mit 9 spielen. Ist egal, was wir jetzt spielen. Wir haben gewonnen. Ja, endlich. Gotcha. Oh Gott. No way. Ja, das war gut, dass ich das rausgenommen habe, weil hätte ich mich echt noch die ganze Folge bis in den Tod überzogen. Yeah, I win. 10-1. You won't beat me next time. Das war aber ein eindeutiger Sieg, mein Freund. Aber diesmal hatte ich auch nicht so viel Pech wie letztes Mal. Du hast echt scheiße gespielt. Na gut. What? I lost. Ja, einmal von den ganzen Malen, die du gewonnen hast. More like I won? Ja, once. Dang. You are seriously good at this. Well, that sells it. I'm going with you, friend. Only way to get stronger. Aber hey, wir haben ihn. Wahrscheinlich können wir dieses Kartenspiel jetzt immer spielen. Wait, really? And once I do, I'm gonna take you down in a rematch. The name's Glenn, by the way. Lead on. Okay, sure. I'm always happy to have more comrades. Glenn wurde ein Verbündeter. Duellant Glenn. So, do you, like, fight using the cards as shurikens or something? Kämpft ihr überhaupt? What? Don't be stupid. The cards are for playing the game, man. But I will teach everyone in that town of yours how to play and kick butts that way. It'll boost morale. Probably give you a stronger army in the long run. You can thank me later. Ich dachte ja, wahrscheinlich so ein bisschen zur Ablenkung und zur Moralboosterei. Vielleicht gar nicht so schlecht. So ist der Fischer jetzt noch hier. Und dann hätten wir eigentlich fast alles geschafft. Der Fischer ist nicht mehr hier. Oh. Der ist also weitergezogen, ja? Alles klar. Das heißt, den werden wir irgendwo anders mal wiederfinden müssen. Na gut, es war trotzdem wertvoll, hierher zu kommen, denn hier haben wir nochmal 2 Characters abgreifen können. Ich mache einen kurzen Cut jetzt, dann sehen wir uns gleich wieder in der Hauptstadt, ob ich die noch betreten kann. Schauen wir auch noch zusammen. Und dann haben wir es heute auch geschafft, ja? Also bis gleich. So, da wären wir. Vor Ältestweiß. Wir gucken mal, ob wir rein können und ob die Stadt zu gut bewacht ist. Und die ist gar nicht so gut bewacht. Wir können ja auch locker reinlaufen. Hätte ich gar nicht mehr erwartet. Das muss ich euch mal beibringen, bevor ich da rein kann. Das heißt, wir laufen mal ganz kurz die Stadt ab. Da wird die Folge auch ein bisschen länger heute. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, das war eine sehr lohnende Folge, weil wir sehr viel backtracken konnten und sehr viele Charaktere sammeln durften. Dann laufen wir jetzt einmal hier durch und ich gucke mal, ob hier irgendwo noch anders Charaktere sind. Wir werden noch kurz in die Schenke schauen. Und vielleicht werde ich nochmal Mios Waffe upgraden. Nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit. Hier ist trotzdem noch niemand. Also, hier war ja Iyugo, ne? Aber wenn ich dann damit durch bin, dann werde ich, wie gesagt, die Folge erstmal beenden. Und dann werde ich gucken und schauen, dass ich den Weg zurückgehe, den könnt ihr euch Gott sei Dank dann sparen, oder ich kann den euch ersparen, ich muss ihn ja trotzdem noch mitnehmen. Ne, das ist einfach nur eine Adlige, ich erinnere mich, die sehen so aus.
Das ist niemand Besonderes. Das ist nämlich die adlige Inarenfarbe. Warte mal, der Typ wollte Rezept machen, ne? Das war der. Ich nehme mal an mittlerweile, dass wenn die möglich Rezepte geben können irgendwann. Ja, jetzt mal noch kurz davor, irgendwas fehlt ihm. Entweder muss ich ihm irgendwas bringen oder vielleicht kann ich auch manche Rezepte erst bekommen, wenn ich auch jemanden habe, der damit umgehen kann. Gut, den Hauptweg hier, muss ich auch nochmal runterlaufen? Ja, sicher, komm. Man weiß nie. Hier könnte ich auch jemand am Rand stehen. Ist aber nicht der Fall. Gut. Warte mal. Ach, ich bin wieder den ersten Hauptweg runtergelaufen. Ich dachte, ich wäre die Hauptstraße. Ich wollte gerade sagen, warum ist hier noch eine Abbiegung? Aber nee, das war jetzt ja die erste Hauptstraße mit der Kaverne. Nee, aber da kann die Folge nicht mehr länger sein, weil das war eine sehr lohnende Folge. So viele Characters. Nächste Mal werden wir erstmal wahrscheinlich nur uns die ganzen Characters angucken, die wir da bekommen haben. Weil ich werde davon mitnehmen können auch. Das ist ja auch nicht ganz irrelevant. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas aufbauen können. Können wir wahrscheinlich nämlich auch, weil wir ja durch die neuen Characters auch neue Bauoptionen haben werden. Neue Bauoptionen. Nein, wir spielen nicht Command & Conquer. Also du bist immer noch der Antiquitätenhändler und ich habe immer noch keine Antiquitäten, die du schätzen könntest, richtig? Schön. Wundert mich tatsächlich, dass wir noch keine gefunden haben. Gut. Soll ich sicherheitshalber nochmal da hochlaufen zum Anwesen? Ja, wir laufen auch zum Anwesen nochmal hoch. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir alles mal mit. Ich glaube, ich schaffe das noch so gerade unter 1,20 zu bleiben. Das ist ja eigentlich so ein bisschen mein Maximum für diese Nebenprojektfolgen. Da sie ja nur zweimal in der Woche kommen, können die auch ein bisschen länger sein, aber ich versuche es trotzdem unter 1,20 zu halten. Wenn es nicht irgendwie eine super spezielle Folge ist, wie eine Endfolge oder so. Aber das schaffe ich, glaube ich, auch noch. Hoffe ich. 3 Minuten habe ich ja noch, circa. Renn, Lauer, renn! So, Gaststätte gucken wir auch kurz rein. Leider müssen wir hier ein bisschen länger gucken, weil in der Gaststätte sollte ich auf jeden Fall nochmal die Zimmer durchgehen, würde ich sagen, oder? Wahrscheinlich für nichts und wieder nichts, aber das kann ich nicht wissen, bevor ich nicht Tür 1, Tür 2 und Tür 3 aufgemacht habe. Und wenn sich in einer der Strong befindet, dann werde ich auch den rekrutieren. Das ist mir nämlich egal. Ne, okay. Gut. Dann haben wir es, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich hier noch was sehen werde. Die Händler, die wir noch kennen von hier, das waren alles keine besonderen Händler. Da muss ich so gar nicht hingehen. Aber ich laufe nur mal ganz kurz diesen Bereich hier ab. Nicht, dass hier irgendwo jemand gespawnt ist, der dann an der Seite steht oder so. Man weiß ja nie. Sieht aber nicht so aus. Das Upgrade mit Mio kann ich ja gleich auch alleine machen. Oh nein! Okay. I was pathetic. You thought you could beat me with that flimsy little toy? Wir haben jetzt also nicht nur destroyed. Noch mehr Charaktere gefunden, sondern ich bin mir ziemlich sicher, hier werden wir dieses Bygone lernen. Ich beende die Folge hier. Wir machen dann nächstes Mal genau hier weiter. Ich glaube, wir werden nämlich noch ein Minispiel lernen. Das sprengt den Rahmen auf jeden Fall. Wow, gibt's hier noch viel zu tun. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.